Grüezi miteinander. Ich habe das letzte Mal untertrieben. Ich habe gesagt, jetzt geht's richtig los, macht Spaß, wir kommen ins Machine Learning rein, die Sachen, weswegen man vermutlich da sitzt, wenn man KI hören will, aber es wird die Woche noch viel besser. Und wir machen was Neues, in dem Sinne, dass wir das Alte so richtig fortsetzen. Wir haben bis jetzt eigentlich jede Woche auf das aufgebaut, was wir vorher gemacht haben, teilweise indem wir den Task komplexer gemacht haben, dann komplett andere Methoden dafür gebraucht haben. Und was wir heute machen, ist, wir nehmen die Methode vom letzten Mal, die Entscheidungsbäume, die wir mittlerweile trainieren können, um sie nachher anzuwenden für Klassifikation, und ziehen diesen Algorithmus so weit weiter, dass es für praktische Probleme heute nutzbar ist. Das heißt, wir gucken uns heute nicht nur ein Prinzip an, was im Prinzip gut ist und was man aber noch mal ganz genau studieren müsste und erweitern müsste, wenn man das praktisch einsetzen will, sondern das, was wir uns heute angucken, wird genauso eingesetzt heutzutage in der Praxis. Wir haben einiges vor. Wir gucken uns mindestens vier super spannende Sachen an, die jeweils eine Vorlesung erfüllen könnten. Wir gucken uns zwei bestimmte Ensembleverfahren an, Bagging und Boosting. Wir gucken uns daraus abgeleitet Gradient Boosting an, die moderne Variante, die moderne Interpretation von Boosting. Und als letztes ein Beispiel, wie man Gesichter in Bildern erkennt. Das heißt, wir müssen ein bisschen durch den Stoff durchrennen. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ziel wäre, dass Sie, wenn Sie nachts um 4 jemand weckt, den Unterschied zwischen Bagging und Boosting erklären können. Weil wenn Sie den verstanden haben, ist Ihnen, glaube ich, ziemlich gut klar, was Ensembles können und wo der, weil Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Ensemble-Methoden erfassen können. Sie sollten erklären können, wir werden nachher sehen, wo genau das herkommt, was Gradient Descent, Gradientenabstiegsverfahren, eine Sache, die wir uns Vorlesung viermal angeguckt haben unter dem Stichwort lokale Suche, zu tun haben mit den Boosting-Verfahren von heute, die irgendwas mit den Entscheidungsbäumen von letzter Woche zu tun haben. Und wozu dient das Ganze? Sie können es zum Schluss anwenden. Praktikum 4, die letzten paar Tasks gehen in diese Richtung, da wird ADA Boost verwendet. Worauf baut das heute auf? Die letzten drei Abschnitte im Kapitel 18 vom Buch. Da geht es um Ensembles. Und zwischendurch haben wir ein bisschen was übersprungen. Die neuronalen Netze gucken wir uns nochmal an und zwei Abschnitte lassen wir tatsächlich ganz aus. Wir beginnen mal damit, dass wir uns anschauen, was sind Ensembles und wie helfen Ensembles bei Klassifikation. Bei Ensembles, bei Konsortien, bei Gruppen von Klassifikatoren geht es darum, dass wir viele eventuell schwache Agenten, die Machine Learning betrieben haben, kombinieren können, um einen starken daraus zu bauen. Sowas wie die Wisdom of the Crowd zu nutzen. Das kann genau dann funktionieren, wenn wir viele komplementäre Machine Learning-Verfahren, hier steht jetzt immer Classifier, es könnten auch Regression-Verfahren sein. Haben wir uns letzte Woche den Unterschied Klassifikation-Regression angeguckt? Wem sagt das Ganze was? Ist jemand dabei, der in Statistik aufgepasst hat? Wollt ihr es kurz erklären? Ja. Genau, Klassifikation unterscheidet in eine Menge von diskreten Werten. Ist es eine Katze, ist es ein Hund, ist es ein Auto, ist es sonst irgendwas? Diskrete Werte, Sie können das natürlich als Zahl kodieren, aber dann ist es wahrscheinlich ein Integer. Und Regression, da ist der Output eine kontinuierliche Zahl. Zum Beispiel Häuserpreise. Sie können Machine Learning natürlich auch versuchen, um kontinuierliche Werte vorherzusagen, nicht nur diskrete. Und wir nennen die Vorhersage diskreter Werte typischerweise Klassifikation, weil wir in Gruppen einteilen wollen. Und Regression, wenn wir einen kontinuierlichen Wert vorhersagen wollen. Preis von einem Haus, Gewicht von einer Person, jeweils basierend auf irgendwelchen Features. Jetzt steht hier oben Klassifikation, das Ganze gilt ähnlich für Regression. Wir werden heute sogar mal zwischen den beiden hin und her springen. Die Idee ist, komplementäre gelernte Modelle zu verwenden, also die nicht auf genau den gleichen Daten mit genau den gleichen Parametern und dem gleichen Verfahren letztendlich natürlich dann das Gleiche gelernt hätten, sondern die komplementär zueinander sind, die irgendwie was Unterschiedliches aufgesogen haben aus den Daten, ein unterschiedliches Wissen angesammelt haben. Und wenn wir das haben, dann können wir sie kombinieren, und zwar indem wir sie als Experten betrachten, die wir jeweils abstimmen lassen. Und dann sind wir ganz demokratisch. Wir bilden
die Summe über all diese Abstimmungen, eventuell gewichtet mit einem Faktor zwischen 0 und 1, der uns sagt, wie stark wir dem jeweiligen Experten vertrauen. Aber im einfachsten Fall ist der einfach 1. Wir bilden die Summe über all diese Klassifikationen. Und wenn wir binäre Klassifikationen haben, also nur zwischen zwei Klassen unterscheiden, Hund oder Nicht-Hund beispielsweise, und wir würden die Klassen als minus 1 und plus 1 numerisch kodieren, dann können wir hier am Ende einfach das Signum, das Vorzeichen uns von dieser Summe angucken und haben unsere endgültige Entscheidung. Vorteil von dem, das ist super effektiv in der Praxis, also Leute, die an so Data Science Wettbewerben teilnehmen oder sonst wie gezwungen sind, gute Ergebnisse zu produzieren mit ihrem Modell, gute Vorhersagen zu treffen, die verwenden das quasi immer, wenn sie fertig sind mit ihrem Machine Learning Modell bauen, Ensemble aus verschiedenen machen, weil es bringt nochmal bei keinen zusätzlichen Kosten ein bisschen mehr Leistung. Es hat fantastische theoretische Garantien. Es gibt einen Haufen gute Papers dazu, die beschreiben, dass es monoton besser wird im Normalfall, wie gut es denn werden kann, unter welchen Bedingungen es gut wird. Ist also nicht nur gebastelt, sondern hat eine gute Grundlage. Und es ist super einfach zu implementieren. Es ist typischerweise so einfach, wie das die Formel darstellt. Es ist irgendwie, ich habe diese ganzen einfachen Agenten, ich gucke mir an, was kam da raus, ich mache eine Schleife außenrum, Mehrheitsentscheid fertig. 5 Zeilen Code oder so. Der Nachteil ist, wir haben letztes Mal gesagt, Decision Trees haben den einen großen Vorteil, auch früher immer gehabt und im Volksmund heute immer noch. Sie sind interpretierbar durch Menschen. Oder? Wir gucken an, das kommt unser Feature-Vektor rein, jetzt entscheide ich anhand von dem Wert, dann entscheide ich anhand von der Spalte, dann anhand von der Spalte und dann muss es das sein. Ich kann daraus so eine Wenn-Dann-Regel bauen. Das gilt als gut interpretierbar. Wenn ich jetzt ein Ensemble baue aus 1000 solchen Regeln, das kann kein Mensch mehr im Kopf behalten. Das ist nicht mehr gut interpretierbar. Und es ist auch nicht mehr kompakt. Letztes Mal haben wir gesagt, wollen kompakte Bäume finden, damit sie gut generalisieren. Das heißt, wir müssen uns was überlegen, damit wir trotzdem kein Overfitting haben, auch wenn wir hier quasi viele verschiedene Modelle zusammenbringen. Aber erstmal, das ist die generelle Idee. Nimm mehrere, sorg irgendwie dafür, dass sie komplementär sind, dass sie nicht das Gleiche gelernt haben und dann guck dir den Mehrheitsentscheid an. Soweit, so gut? Drei Gründe, warum das eine gute Idee ist, die ein bisschen weiterführen als diese intuitiven Motivationen eben. Das erste ist ein statistischer Grund. Wenn wir alle Daten hätten, die für unser Problem relevant sind, die Grundgesamtheit aller Daten, dann könnten wir mit den Regeln der Statistik rausfinden, also deterministisch rausfinden, was ist das beste mögliche Modell. Wir haben aber immer nur ein Sample der Daten. Wenn wir Gesichter erkennen wollen, haben wir nie Fotos von allen Gesichtern, die es je gegeben hat und je geben wird unter allen möglichen Umständen. Wir haben immer nur ein Sample von dem. Wenn wir begrenzte Daten haben, kann es sein, dass wir gar nicht wissen können, was das beste Modell ist. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, ganz am Ende, dass wir, um möglichst gut zu schätzen, wie gut unser Modell ist, auf möglichst vielen Daten testen müssen, auf denen wir nie trainiert haben. Wenn wir nur auf einem begrenzten Satz testen, kann es sein, dass zwei Modelle genau gleich gut aussehen bezüglich dieses Datensets, aber gar nicht gleich gut sind. Das heißt, rein statistisch können wir eventuell gar nicht wissen, was das beste Modell ist. Warum dann nicht alle verschiedenen, die gleich gut aussehen, nehmen und zusammenfassen? Das ist der statistische Grund. Der berechnungstechnische Grund kann sein, es ist uns unmöglich, die richtige Hypothese zu finden. Wenn wir den Begriff vom Hypothesenraum hier mal zweidimensional irgendwie hinskizziert nehmen, den wir letzte Woche hatten, dann haben wir ja gesagt, unsere Suche nach den einzelnen Hypothesen ist eine Suche durch diesen Hypothesenraum und er kann richtig groß sein. Sie erinnern sich an diese, was waren das, 18 Billiarden Möglichkeiten schon bei einem booleschen Baum mit 6 Attributen, die nur binär sind. Also dieser Suchraum ist riesig. Es kann sein, uns reicht die Rechenzeit nicht, so lange zu suchen, bis wir das perfekte F finden. Also nehmen wir einfach welche, die wir schnell finden, mitteln die, und in der Grafik kommt es natürlich schön raus, der Mittelwert zwischen den drei, die wir schnell finden, ist näher dran an der richtigen als jeder einzelne. Und der letzte Grund ist ein Grund der Repräsentation. Wir als Menschen wählen den Hypothesenraum. Wir entscheiden uns, was das der Agent am Ende repräsentieren kann. Wenn wir uns für eine lineare Funktion entscheiden, dann kann der Zusammenhang, den unser Classifier, unser Regression-Modell findet, nur ein linearer sein. Das heißt, es kann sein, dass das echte Phänomen mit einer Hypothese aus dem Hypothesenraum gar nicht darstellbar ist. Also wenn das hier irgendein nicht lineares Phänomen ist und der Hypothesenraum sind lineare Funktionen, werde ich nie das echte F finden. Aber wenn ich zwischen drei linearen Hypothesen mittle, lande ich bei was nicht linearem.
Das heißt, ich kann durch Mitteln, durch Ensemblebildung über das hinaus extrapolieren, was ich mit einer einzelnen Hypothese darstellen könnte. Und das ohne, dass ich den Hypothesenraum an sich komplexer mache bei meiner initialen Suche. Das sind drei gute Gründe, warum das mit den Ensembles eine praktische Idee ist. Gucken wir uns ein konkretes Beispiel an. Das ist die Bagging-Methode. Die Bagging-Methode ist hier nicht aufgeführt, weil sie, naja, so eine Anfängermethode ist, die man danach nicht mehr angucken muss. Das ist ein saugutes State-of-the-Art-Verfahren. Es ist zum Glück gleichzeitig sau einfach zu verstehen. Und deswegen steigen wir damit mal ein. Wir gehen von dem aus nachher weiter. Was ist Bagging? Bagging ist eine Idee von Leo Breimann gewesen, leider viel zu früh verstorben. Er war einer der ganz Großen. Ganz, ganz viele wichtige Sachen im Machine Learning, in der Statistik sind von Breimann entwickelt worden, so in den 90ern und 2000ern, teilweise bis zurück in die 70er. Er hat ganz viel daran gearbeitet, den Graben, den es in der Praxis durchaus gibt zwischen statistischem Vorgehen und Machine Learning-Vorgehen, was mehr aus der Informatik und der KI raus, also mehr mit so einem Let's-do-it-Attitüde verbunden ist, diesen Graben zuzuschütten, zu sagen, hey, lass uns doch mal gucken, wie die anderen das machen, lass uns doch mal in die Richtung gucken, wie die anderen das machen, lass uns mal voneinander lernen. Wir werden das im Lauf von heute noch mehr sehen. Bagging ist ein Kofferwort, bestehend aus Bootstrap-Aggregating. Und the Bootstrap ist eine Methode aus der Statistik, wie man samplet, wie man zu einem guten Sample an Daten kommen kann. Stellen wir uns das hier mal vor. Alle Daten, bleiben wir in dem Beispiel von vorhin mit Gesichtern. Alle Daten, die es jemals geben könnte von Gesichtern, Porträtfotos, kriegen wir nie. Einverstanden? Alles, was wir haben, ist ein Sample von dieser Grundgesamtheit von allen möglichen Gesichtern, wir haben ein Sample davon. Was hoffentlich möglichst wahrheitsgetreu die Grundgesamtheit abbildet, das heißt, Sachen, die in der Grundgesamtheit häufig sind, sollten auch in unserem Sample, in unseren Trainingsdaten häufig sein. Sachen, die in der Grundgesamtheit selten sind, sollten auch in unserem Trainingsset selten sein. Das sollte irgendwie stimmen, aber überprüfen ist schwierig. Jetzt, wir können es auch gar nicht überprüfen, wir haben die Grundgesamtheit der Daten nicht. Wir haben nur unsere Trainingsdaten, wir haben nur das Sample. Was macht jetzt Bagging? Bagging macht n mal, und n können Sie festlegen, wie Sie wollen, 50 mal oder 1000 mal oder so, zieht n mal ein Sample aus unserem Sample mit genauso vielen einzelnen Datenpunkten drin, wie unser Trainingssample hat. So. Sagen wir, das sind t-Stück, dann ziehen wir n mal t-Beispiele, aber wir ziehen mit zurücklegen. Das wäre ein bisschen so, als wenn Sie ein Fußballteam zusammenstellen aus Ihrem Kader von 24 Spielern, aber jedes Mal, wenn Sie einen zufällig gezogen haben, setzen Sie den wieder auf die Bank und Sie könnten ihn dann eventuell nochmal ziehen. So kriegen Sie ein Team, was eventuell mit 5 Stürmern spielt und ein Team mit 3 Goalies und sehr, sehr unterschiedliche Teams. Und die Chance ist statistisch beweisbar groß, dass diese ganz vielen unterschiedlichen Teams, die mit zurücklegen gesampelt sind aus dem Trainingsset, die Grundgesamtheit besser abdecken als das Trainingsset, wenn Sie es einmal für sich nehmen. Das ist die Idee hinter Bagging, hinter dieser Idee, aus dem Trainingsset mit zurücklegen zu samplen. Und Sie ne ziehen sich ein Sample daraus und gleichzeitig legen Sie es wieder zurück. Das heißt, Sie könnten es nochmal ziehen. Wenn Sie das machen, dann sieht eine Ensemble-Methode basierend auf diesem Bagging-Sampling folgendermaßen aus. Jetzt heißt hier T und nicht N, okay. Für T-Runden machen Sie Folgendes. Sie ziehen das Datenset XT, das hat genauso viele Punkte drin, wie unser Trainingsset eigentlich hat, aber Sie ziehen es mit zurücklegen von Ihrem Gesamttrainingsset X. Das heißt, Sie haben eine andere Gewichtung von den Beispielen in jedem Datenset XT als im Originaldatenset. Manche Dinge sind doppelt drin oder dreifach oder zehnfach, andere sind gar nicht drin. Zufällig. Und dann trainieren Sie Ihren Algorithmus, welchen auch immer, auf diesem Datenset XT, nennen wir das Ding HT. Und am Ende, wenn Sie das Ganze groß T mal gemacht haben, dann bilden Sie die Summe über die Klassifikation von jedem HT. Und im Fall von binärer Klassifikation können Sie wieder einfach das Vorzeichen nehmen, was bedeutet, Sie machen den Mehrheitsentscheid. Geht für Regression genauso, dann nehmen Sie dann den Durchschnitt. Das heißt, Sie bauen Groß T, Decision Trees, neuronale Netze, was auch immer, jeweils auf anders gewichteten Trainingsdaten. Und das Gewichten passiert durch das zufällige Ziehen mit Zurücklegen. Saugute Methode. So gut, dass
Breimann, der auch geschäftstüchtig war, das Ganze mit seiner Firma implementiert hat für Decision Trees, noch einen weiteren Trick reingebaut hat und natürlich eine effiziente Implementierung hingehängt hat und das Ganze als einen patentierten Algorithmus verkauft hat. Der Algorithmus, von dem haben Sie vielleicht schon gehört, nennt sich Random Forests. Forests, weil Wälder, die bestehen aus einzelnen Bäumen und seine Grundclassifier, seine Grundmodelle sind Decision Trees, so wie wir sie letzte Woche kennengelernt haben. Und random, weil wir haben es im Bagging eben schon gesehen, da steckt ein bisschen Randomness drin. Wir ziehen zufällig mit zurücklegen Samples aus unserem Trainingsdatenset. Was macht Random Forest? Das ist, nur um Ihnen kurz zu helfen, das einzuordnen. Random Forest ist eins der besten out-of-the-box Machine Learning-Modelle, was Sie finden können. Wenn Ihre Daten jetzt nicht gerade hochdimensional sensormäßig sind, also nicht gerade Bilder oder Audio, sondern irgendwas, was in einem Excel-File vorliegen könnte, aber es geht auch darüber hinaus, aber da mal sicher, dann, und Sie haben nur eine Chance, quasi ein gutes Modell zu bauen, würde ich Ihnen raten, bauen Sie ein Random Forest. Das Ding hat quasi keine Parameter, die Sie tunen müssen. Sie müssen eigentlich auch nichts verstehen. Sie packen die Daten da rein, lassen den 1000 Bäume machen und es kommt was raus, was wahrscheinlich nicht overfitted ist, wahrscheinlich ziemlich gut klassifiziert und insgesamt sehr brauchbar ist. Fantastisches Verfahren. Wie macht es das? Zutaten sind Bagging, Secret Source und Decision Trees. Und die Secret Source gucken wir uns kurz an. Was wir am Anfang mal machen, also was wir prinzipiell machen, wir bauen wieder so einen Mehrheitsentscheid-Ensemble aus Entscheidungsbäumen. Für jeden einzelnen Baum machen wir Folgendes. Wir ziehen mit Zurücklegen ein eigenes Sample aus den Trainingsdaten. Das heißt, wir gewichten die Trainingsdaten neu. Das Wort Stratified hier drin bedeutet, wenn wir beispielsweise zwei verschiedene Klassen in den Trainingsdaten haben, Hunde und Katzen, und wir haben 70% Hunde, 30% Katzen, dann wird in unserem zufällig gezogenen Datenset mit Neugewichtung auch 70% Hunde, 30% Katzen sein. Dieses Verhältnis wird gleich behalten. Das meint das Stratified hier. Soweit ist es noch einfach Bagging. Und dann kommt die geheime Soße. Wir randomisieren nicht nur, auf welchen Trainingsdaten wir arbeiten, sondern wir randomisieren auch, auf welchen Spalten wir arbeiten. Jeder Baum, und zwar in jedem Level von, jeweils wenn ich neu splitte, ziehe ich neu zufällig einen Subset von meinen zur Verfügung stehenden Spalten, auf denen ich nur ziehen kann. Das heißt, ich lasse zufällig manche raus. Wozu sorgt das? Wofür sorgt das? Die Randomisierung über die Zeilen in meiner Feature-Matrix, die einzelnen Datenpunkte, hier oben. Und zusätzlich an jedem Level, bei jedem Split, die Randomisierung über die Spalten, die Features, sorgt dafür, dass jeder einzelne Baum von den vielleicht 1000, die so ein Random Forest typischerweise hat, ein Wald muss ja schon irgendwie mehr als 10 Bäume haben, jeder einzelne Baum wird komplett andere Daten gesehen haben, andere Datenpunkte und andere Spalten. Das heißt, dieses Ding, dieser ganze Wald, wird insgesamt so divers wie möglich sein. Jeder einzelne Classifier da drin hat andere Dinge gesehen, kann sich auf andere Sachen spezialisieren, ist ein Experte für ein bestimmtes Phänomen in den Daten. Und dann am Ende einfach Mehrheitsentscheid drüber und es funktioniert fantastisch. Das ist Random Forest. Das Tolle ist, ich habe das letzte Woche angedeutet, bei Entscheidungsbäumen müsste man normalerweise sogenanntes Beschneiden einführen, Pruning. Man müsste die Äste unten kürzer machen, um Overfitting zu vermeiden. Und es ist relativ kompliziert herauszufinden, auf welchem Level muss man denn abschneiden. Wenn da oben die Wurzel ist und unten die Blätter, schneide ich nur da oder schneide ich da? Ist es unabhängig, je nachdem, bei welchem Blatt ich bin? Das ist super kompliziert zu tunen. Bei Random Forest stellt sich raus, über das Averagen spielt Overfitting keine Rolle. Sie können jeden Baum bauen bis zum Ende und müssen kein Pruning betreiben. Der einzige Hyperparameter, den dieses Verfahren hat, den Sie tunen müssten, ist, wie viele Bäume sollen im Wald stehen. Und der ist gutartig. Also ob Sie da jetzt 100, 500 oder 1500 wählen, ist gerade wurscht. Typischerweise. Deswegen fantastisches Out-of-the-Box-Verfahren. Haben Sie Fragen bis dahin? Wir haben uns Ensembles angeguckt. Wir haben ein Beispiel dafür gemacht mit Bagging. Da liegt Diversifizierung daran, dass wir auf unterschiedlich gewichteten Trainingsinstanzen arbeiten. Und wir haben uns eine tolle Implementierung angeguckt, Random Forests, die noch über die Spalten zusätzlich randomisieren. Ergebnis: fantastisches Ensemble. Sehr guter Praxiswert. Wenn da keine Fragen sind, gehen wir gerade weiter, weil es kommen noch so viele spannende Sachen heute. Okay?
Behalten Sie das einfach nicht die Details im Hinterkopf, sondern ist mal ein Verfahren für Ensemble bauen. Was wir uns jetzt angucken, ist ein zweites Verfahren, Boosting. Und jetzt muss ich da so ein kleines Bekenntnis ablegen. Das da ist der Titel von einem Buch, Classification and Regression Trees, CART, wo Breimann unter anderem auch Mitautor war, aus dem Jahr 83, genau. Da wurden Entscheidungsbäume als ein Verfahren eingeführt, was hauptsächlich im Bereich Business Intelligence Anwendung finden sollte. Also Business Intelligence, ich weiß nicht, wie Sie das Wort einordnen. Für mich ist das immer so, das ist ein Mensch, der typischerweise eher Anzug und Krawatte trägt und Businesszahlen analysiert und voraussagen will, wie viel verkaufen wir den nächsten Monat, wird der Kunde auch nächsten Monat noch unser Kunde sein, so Zeug. Und das finde ich typischerweise furchtbar langweilig. Und Decision Trees waren für mich ein Verfahren, ja, schon gut für so langweiliges Zeug, für einfache Daten. Oder braucht man keine KI für, so ein bisschen da Wirtschaftsinformatik-Kram. Jeder pflegt ja seine Vorteile. Ich sag das, damit Sie das besser machen. Das war der Ruf, den Decision Trees bei mir hatten. Das ist kein Verfahren, was man anwendet, wenn es wirklich kompliziert wird und wenn es eigentlich menschliche Intelligenz bräuchte. Und das muss man ein Stück weit korrigieren. Die Entscheidungsbäume durch das Aufbohren mithilfe von Ensembles, also wo Entscheidungsbäume ja ein Machine Learning-Verfahren sind, was aber in den größeren Kontext gesetzt wird von ich baue mehrere von denen und kombiniere die, hat dazu geführt, dass man heute, ich habe die Folie gebaut im Jahr 2016, beliebig komplexe Probleme damit angehen kann. Wir sehen nachher extra ein Beispiel, wo das auf Bilddaten für Gesichtserkennung verwendet wird. Nicht, weil man Trees typischerweise für Computer Vision anwenden sollte, sondern um zu sagen, hey, es geht. Obwohl ich immer dachte, es geht nicht und das ist ein blödes Verfahren. Es geht eben doch. Es gibt Tree-Implementierungen, die sind sackschnell, die rechnen verteilt, die rechnen auf Apache Spark, also auf Clustern, die sie aufbauen können, auf beliebig großen, auf Streaming-Datasets. Das heißt, das sind wirklich Verfahren, die sie brauchen können, wenn sie mit einer großen Menge von verschiedenartigen Daten zu tun haben sollten. Und wir gucken uns das an, wie kann das gehen? Mit einer Alternative zu Bagging und Random Forests, die auf diese Library XGBoost hinausläuft. Was ist die generelle Idee von Boosting? Ist ein bisschen ähnlich wie bei Bagging. Die Grundvoraussetzung ist, wie baut man ein gutes Ensemble? Wie sorgt man dafür, dass die Mitglieder im Ensemble möglichst komplementär sind und nicht das Gleiche tun? Das ist die Grundchallenge. Und Boosting geht die auf eine andere Art an. Und die Leute, die Boosting ursprünglich entwickelt haben, sind das eigentlich auch mit einem anderen Gedanken angegangen. Breimann ist aus einem statistischen Kontext raus, das wirklich angegangen mit, ich will dieses Problem lösen, ich will gute Ensembles bauen können. Die Boosting-Idee kommt eher aus dem Informatikbereich, und zwar aus einem sehr theoretischen Bereich mit dem Namen Computational Learning Theory. Das ist so die theoretische Grundlage von Machine Learning. Was ist denn prinzipiell lernbar und wie gut mit wie viel Daten? Und mit wie viel Daten, das wird schon fast zu praktisch. Das guckt man sich nur noch am Rande an. Und eigentlich wollte man einem theoretischen Problem in der Computational Learning Theory auf den Grund gehen und hat deswegen an was gearbeitet, was am Ende sich herausgestellt hat als eine Methode, die ziemlich gut funktioniert, um sehr diverse Ensembles zu bauen. Die Idee ist, die Performance von ganz schwachen Einzelmitgliedern im Ensemble, und zwar so schwach, dass sie gerade nur ein bisschen besser sind als der Zufall. Deswegen nennen wir die im Boosting-Kontext auch Weak Learners, die besser zu machen, sozusagen zu boosten. Deswegen heißen die Verfahren Boosting-Verfahren. Der ganz typische Weak Learner beim Boosting, den man meistens in den Papern zusammen mit Boosting-Algorithmen findet, wobei es nicht sein muss, dass das so hart gekoppelt ist, aber ist es meistens. Der ganz typische Weak Learner ist ein Decision Stump. Das ist ein entarteter Decision Tree, der quasi nur noch so den Stumpf unten am Boden hat. Oder die Informatiker haben die Bäume ja andersrum, also nur noch da oben den ersten Knoten. Also ein Decision Stump ist ein Split, die entsprechenden Entscheidungen raus und da unten schon die Entscheidung. Sie können sich vorstellen, bei komplexen Problemen, selbst im binären Klassifikationsfall, hat das eine Leistung von ein bisschen besser als 50%. Oder? Und Boosting ist eine Methode, um solche einfachen Classifier zu nehmen, die super schnell zu berechnen sind und die leicht besser sind als Zufall und sie auf ein Level zu heben, wo sie mit den Großen mitspielen können. Also wo sie wirklich State-of-the-Art-Performance bringen. Wie wird das gemacht? Boosting ist genau wie Bagging auch rundenbasiert. Es ist ein iteratives Verfahren, wo Sie Runde für Runde neuen
Mitglied ins Ensemble hinzufügen und jedes Mitglied des Ensembles kümmert sich um die Schwächen der Vorgänger. Die Schwächen der Vorgänger sind diejenigen Beispiele aus dem Trainingsdatenset, die falsch klassifiziert wurden. Und im Boosting kriegt jedes Beispiel ein individuelles Gewicht mit. Am Anfang sind die gleich groß. Also wenn wir 100 Beispiele haben, dann hat jedes Beispiel am Anfang das Gewicht ein Hundertstel. Alles sind gleich wichtig. Oder wenn ich also eins der Beispiele falsch klassifiziere, ist der Fehler ein Hundertstel. Beim Boosting ist es jetzt so, wenn ich in der Runde 2 bin und ein bestimmtes Beispiel wurde falsch klassifiziert in der Runde davor, dann kriegt das ein höheres Gewicht. Und der Fehler wird immer mit den Gewichten multipliziert. Das heißt, das nächste Ensemblemitglied in der nächsten Runde hat einen viel höheren Incentive, die Klassifikation von diesem einen hochgewichteten Beispiel korrekt zu machen, vielleicht zu Lasten von anderen, die ein niedriges Gewicht bekommen haben. Das zwingt die Decision Stumps, die Weak Learner, in jeder Runde dazu, sich auf die Fehler von den Runden davor zu konzentrieren. Und das sorgt dafür, dass das Ensemble wieder unterschiedlich ist, wieder divers ist, nicht das Gleiche sieht und nicht das Gleiche lernt. Gucken wir uns kurz den Algorithmus an. Wie sieht es aus? Ich habe gesagt, wir brauchen Gewichte für jedes Beispiel und am Anfang hat jedes das gleiche Gewicht 1 durch Anzahl Beispiele. Bei 100 jedes ein Hundertstel. Dann habe ich wieder groß T-Runden. In jeder Runde baue ich einen Weak Learner. Ich nenne den H mit Index T. Ich trainiere den auf all meinen Trainingsdaten, die jeweils gewichtet sind mit ihrem individuellen Gewicht WI. Ich brauche also irgendwie eine Version von Decision Tree Learning oder sonstigen Machine Learning Verfahren, was mit gewichteten Beispielen umgehen kann. Sie werden das im Praktikum sehen. Die Implementierung hat am Anfang so Gewichte dabei. Wer das bis jetzt schon gesehen hat, hat sich wahrscheinlich gefragt, wozu braucht es das denn? Es braucht das genau dafür. Okay, wir trainieren den Decision Stump da drauf. Dann berechnen wir den Fehler, den nennen wir hier mal Epsilon T. Was ist der Fehler? Ich summiere einfach für alle die Beispiele, wo das Label und meine Klassifikation unterschiedlich ist, summiere ich das Gewicht auf und normiere das mit der Summe aller Gewichte. Das ist quasi die normale Fehlerrate, aber gewichtet mit dem Gewicht. Oder wenn ich bei meinem einfachen Beispiel am Anfang, ich habe 100 Datenpunkte, jedes hat ein Gewicht ein Hundertstel, wenn ich 10 Fehler mache, ist am Anfang der Gewicht ein Zehntel oder 10%. Einverstanden? Wenn ich in Runde 5 immer noch 10 Fehler mache, aber es sind die gleichen 10 wie am Anfang, die dann vermutlich bis dahin ein höheres Gewicht bekommen haben, dann ist der Fehler nicht mehr 10%, sondern höher, weil ich anteilsmäßig die Gewichte angucke, für die falsch klassifiziert wurde. Ist das klar? Gut. Jetzt berechne ich einen Faktor, der heißt hier Alpha T. Der nennt sich in der Boosting-Literatur der Einfluss des Weak Learners, der Influence. Die Formel sieht so aus, als müsste man sich die ein bisschen genauer angucken. Und was beim genauer Angucken wirklich hilft, ist sie zu plotten. Das hier ist Influence geplottet gegenüber dem Fehler. Der Fehler liegt natürlich irgendwo zwischen 0 und 1 als Fehlerrate. Und der Influence ist unbounded, der ist plus minus unendlich. Sie sehen hier einen Weak Learner, der einen Fehler hat von 0,5, hat einen Einfluss von 0. Das macht intuitiv Sinn. Wenn ich einen Classifier habe für binäre Klassifikation und der hat eine Fehlerrate von 50%, dann ist das Zufall. Der sollte keinen Einfluss haben, weil der gibt mir gar nichts. Im Sprech von letzter Woche, der gibt mir keinerlei Informationen. Einfluss 0. Wenn der einen Fehler hat von gegen 0, dann geht der Einfluss exponentiell nach oben. Das Ganze mit dem Log da drin ist eigentlich nur dafür da, dass es exponentiell ansteigt und nicht nur linear hier hoch geht auf irgendeinen Wert. Also wenn der Fehler wirklich 0 ist, ist der Einfluss unendlich. Und was ist das jetzt auf der anderen Seite? Wenn der Fehler gegen 1 geht, dann ist der Einfluss auch unendlich, aber negativ. Diejenigen von Ihnen, die Eltern oder Partner haben oder hatten, kennen das eventuell. Es gibt manchmal so Menschen im eigenen Leben, wenn die einem irgendwas sagen, ist das durchaus einflussreich, aber macht genau das Gegenteil. Schatz, bieg links ab. Böp und rechts. Oder? Das ist das. Wenn ein Ding konsistent immer daneben liegt, dann sagt mir das auch was. Es sagt einfach, mach das Gegenteil. Das ist also der Einfluss. Jetzt berechne ich die Gewichte neu in jeder Runde. Ja, Frage? Nö, kommt nicht drauf an.
Es ist typischerweise, wenn nichts dabei steht, ist der natürliche Logarithmus zur Basis e gemeint. Aber vermutlich könnten Sie auch den 10er-Logarithmus, den dualen Logarithmus einsetzen, gerade wurscht. Es kommt auf dieses Verhalten an, dass es ins Unendliche geht. Okay, wir haben den Classifier trainiert, wir haben seinen Fehler berechnet, wir haben den Influence dieses Classifiers berechnet, jetzt müssen wir die einzelnen Beispiele noch neu gewichten. Wie machen wir das? Für jedes WI, also eigentlich ist hier nochmal eine Schleife drum, die habe ich mir gespart im Pseudocode, gewichte ich das Beispiel mit dem Influence. Heißt, die Sachen, die falsch klassifiziert wurden, jetzt gerade in dieser Runde, werden in der nächsten Runde ein höheres Gewicht haben. Und jetzt könnte man entweder danach alle Gewichte nochmal normieren, dass es sich insgesamt zu 1 aufsummiert. Dann kann man sich hier unten die Gewichtung sparen oder man spart sich das Normieren, dann braucht man es da. Jetzt habe ich das gemacht, t mal, habe daraus t, groß T Classifier und Influences bekommen. Das Gesamtergebnis ist einfach die Summe über alle meine Classifier gewichtet mit dem Influence. Und wenn ich wieder binäre Klassifikation machen will, kann ich einfach das Vorzeichen nehmen von dem, was rauskommt. Regression. Ich nehme den Average. That's it. Das ist ADA Boost. Man kann das sehr unterschiedlich implementieren, aber das ist der grundlegende Algorithmus und die grundlegende Idee. Gucken wir uns kurz an, wie das aussieht. Das hier ist ein Datenset. Wir sehen hier das Datenset im Original. Zweidimensional, wir haben blaue und rote Punkte. Sie sehen das hier eingezeichnet mit der Ellipse. Es soll klassifiziert werden, für jeden Punkt ist er rot und oder ist er blau. Und die richtige Entscheidungsgrenze wäre hier so eine Ellipse zu finden. Jetzt ist das für ein Decision Tree natürlich schwierig. Ein Decision Tree splittet anhand der Achsen. Das heißt, er kann eigentlich nur viele rechtwinklig zu den Achsen passierende Splits zusammenfügen. Das heißt, so eine Kurve fällt ihm prinzipiell schwer, die kann er nur annähern mit ganz vielen Splits. Und ganz vielen Bäumen. Okay? Wir gucken uns mal an, wie ADA Boost das macht. Was wir hier sehen, ist das gleiche Bild wie da drüben, nur hat jeder Datenpunkt jetzt, nachdem ADA Boost in dem Fall für eine Runde gelaufen ist, immer noch seine Farbe, rot oder blau, das ist das Ground Truth Label, und die Dicke des Punktes sagt was über das Gewicht aus nach so vielen Runden. Nach einer Runde sehen wir hier relativ viele Punkte mit viel größerem Gewicht, andere mit kleinerem Gewicht, und wir sehen, dass er offensichtlich hier gesplittet hat. Gucken Sie nicht so stark auf die Details. Wir haben letzte Woche gesehen, wir haben eigentlich nur kategorielle Variablen gesplittet. Hier werden numerische Attribute gesplittet, die kontinuierlich sind. Und offenbar kann hier in einer Runde quasi ein ganzes Intervall abgesplittet werden und nicht nur ein Wert. Aber das ist ein Implementierungsdetail von dem Baum, der dahinter hängt. Der Tree Learning Algorithmus in dem Fall ist CART, Classification and Regression Trees, das Verfahren aus dem Buch, von dem vorhin der Cover auf der Folie war, von Breimann. Also das heißt, das kann auch so ein bisschen fancy Sachen. Nach einer Runde sieht es so aus. Er splittet quasi links was ab, rechts was ab und in der Mitte hat er viele Fehler, deswegen ist das Gewicht hochgegangen. Nach drei Runden hat er offensichtlich gelernt, hier unten auch was abzusplitten. Und den dritten Split, den habe ich noch nicht so wirklich gefunden, ob der hier vielleicht irgendwie so, na, ich weiß nicht wirklich, ein bisschen weiter hier noch, damit er hier schon schräg gehen kann. Auf jeden Fall sehen wir, die Fehler konzentrieren sich jetzt mehr tatsächlich um die Grenze herum, von wo es wirklich schwierig ist zu sagen, ist es jetzt blau oder rot. Außen ist er sich ziemlich sicher, sieht man am kleinen Gewicht. Innen ist er sich schon ziemlich sicher, sieht man am kleinen Gewicht. Und nach 20 Iterationen sieht das Ganze so aus. Fehler macht er eigentlich nur noch da, wo es wirklich ganz nah an der Boundary liegt. Und wenn Sie das für 100 Runden laufen lassen oder so, dann sind Sie so nah an der elliptischen Form, wie Sie mit einem Decision Tree nach 100 Runden noch nur kommen können. Vorteile von dem Ganzen. Es braucht nicht furchtbar viel mehr Code als diese 5 Zeilen Pseudocode, die da außen rumstehen im Prinzip. Wir können wirklich ganz, ganz einfache Verfahren damit deutlich besser machen. Damit also Underfitting verhindern. Ein Problem ist, dass wir ziemlich mit dem Verfahren ziemlich sensitiv, ziemlich empfindlich sind gegenüber, wenn hier irgendwo ein Outlier wäre. Ein Ausreißer nennt man in der Statistik oder Machine Learning einen Datenpunkt, der, gucken wir uns hier an, der hier lag und aus Versehen wegen Messfehler oder falsch annotiert oder so das rote Label hätte. Oder hier drin einen, der blau ist. Den ADA Boost bringt das total aus dem Tritt. Der versucht dann darum, kleine Grenzen zu bauen und das wird richtig mühsam.
Das heißt, wenn man ADA Boost verwenden will, muss man vorher dafür sorgen, dass solches Rauschen auf den Labels und irgendwelche Ausreißer in den Daten, die eigentlich nicht in das Muster reinpassen, was da sein sollte, das macht's kaputt. Schöne Sache ist, ADA Boost overfittet typischerweise nicht. Also, auch wenn Sie die Grenze hier schon sehr gut erreicht haben und Sie trainieren einfach noch 100 Runden weiter, dann kostet Sie das 100 Runden mehr Rechenzeit, aber es overfittet nicht. Es sorgt eigentlich dafür, die Grenze genauer da reinzulegen. Es macht eine Sache, die, wenn man jetzt einen Machine Learning Kurs hätte, sich genauer angucken müsste, die nennt sich Margin Optimization oder Margin Maximization. Es versucht, die Grenze zwischen den blauen und den roten, das Niemandsland dazwischen, möglichst groß zu machen und seine Entscheidung genau in die Mitte davon zu legen. Es gibt eine ganze Klasse von Machine Learning Verfahren unter dem Stichwort Kernel-Methoden, Support Vector Machine, die sich dieser Margin Maximization widmen. Und ADA Boost macht das eben auch. Aber das können wir schnell wieder vergessen. Praktisches Verfahren, schnell zu implementieren, typischerweise gut, wenn Sie kein Neues haben. Jetzt haben Sie zwei Folien vorher gesehen oder eine Folie vorher. ADA Boost wurde irgendwann so Anfang, Mitte der 90er publiziert. Warum gucken wir uns das heute noch an? Das liegt dran, weil jemand, und dieser jemand ist der Herr Breimann gewesen, von dem wir vorhin schon gehört haben, sich kurz nachdem die Boosting Papers rauskamen, die berühmten in eben den entsprechenden Informatikerkonferenzen, sich das Ganze angeguckt hat und hat gesagt, das ist ja super interessant, das ist voll spannend, aber ich verstehe es nicht. Das müsste man sich doch nochmal anders angucken. Die Motivation ist mir nicht so ganz klar, mutmaße ich. Und er hat angefangen, das Boosting zu analysieren und zu schauen, kann ich das, was dieses Boosting offensichtlich gut macht, nicht ausdrücken, basierend auf meinem Set von Theorie und Vorgaben, mit dem ich normalerweise arbeite in meinem Fachgebiet. Was daraus entstanden ist, ist so ziemlich eine der schönsten, wie sagt man dem, Cross-Discipline Fertilization. Wenn jemand von außen mit viel Wissen in einer anderen Disziplin woanders reinkommt und sagt, ah, das ist spannend, was ihr da macht. Bei uns nennt man das so und so. Und außerdem, wenn man das bei uns so nennt, wissen wir auch noch, dass wir das tun können. Und dann gucken die da rein und sagen, ah, das ist ja mega spannend. Das hilft uns ja jetzt weiter. Und auf einmal hat man mehr, als die einen oder die anderen alleine gehabt hätten. Das Ganze läuft darauf hinaus, dass Breimann und später andere Kollegen gemerkt haben, das, was von Freund und Shapire Mitte der 90er formuliert wurde als ADA Boost, Adaptive Boosting, eigentlich eine Sonderform ist von einer viel generelleren Klasse von Algorithmen, mit der man viel spezifischer auf bestimmte Probleme in den Daten eingehen kann und die sich am Ende darstellt als eine spezielle Form von Gradient Descent. Und die man deswegen heutzutage Gradient Boosting nennt und ADA Boost ist eine Spezialform davon. Und weil Gradient Boosting die Sache ist, die heutzutage in 60, 70% der Fälle Kaggle-Wettbewerbe gewinnt, also das heißt, Sie können damit Geld verdienen und es ist, was einfach nur ein Proxy dafür ist, es ist eine saugute Methode, gucken wir uns kurz an, wie denn dieser Zusammenhang zwischen Gradient Boosting und ADA Boost ist, vor allem auch, weil es ein tolles Beispiel ist, um zu sehen, wie sich so Disziplinen gegenseitig befruchten können und wie es hilft, eben nicht nur das Verfahren anwenden zu können, sondern verstanden zu haben, was steckt eigentlich dahinter und die verschiedenen Blickwinkel anzugucken, die Wissenschaftler darauf haben können. Also, wie steigen wir da ein? Wir wiederholen einfach nochmal, was ADA Boost macht. ADA Boost drückt den, wie habe ich es da oben geschrieben, drückt die Probleme, die das aktuelle Ensemble hat, also quasi die Classifier, die wir bis jetzt gebaut haben, es drückt die Probleme, die das aktuelle Ensemble hat, dadurch aus, dass Datenpunkte ein höheres Gewicht kriegen, die ein Problem machen. Oder? So haben wir es gerade gesehen. Probleme, schwierige Fälle werden in ADA Boost dadurch ausgedrückt, dass die schwierigen Fälle ein höheres Gewicht kriegen. In Gradient Boosting werden die Fälle, die ein Problem machen, durch irgendwelche Gradienten ausgedrückt. Und jetzt rattert das wahrscheinlich schon in unserem Kopf. Gradienten, Mathe, Gradient, das hat doch was mit Steigung zu tun. Steigung hatten wir schon mal bei Optimierung irgendwelcher Funktionen. Aber wie mappt sich das auf unser Beispiel von Klassifikation und Boosting? Und genau das gucken wir uns jetzt in den nächsten zwei, drei Slides an. Dafür machen wir jetzt kurz was. Wir wechseln das Setting von Klassifikation, was so unser Standardbeispiel war in den letzten paar Minuten und Stunden, auf Regression. Weil mit einem Regressionsbeispiel, also wo wir einen kontinuierlichen Wert vorhersagen,
ist die Mathematik eingängiger und einfacher. Und dann reicht es zu wissen, naja, das, mit Klassifikation geht es ähnlich, auch wenn die Formeln komplexer werden. Hier oben ist nochmal ein Bild, um darzustellen, was ist Klassifikation und Regression. Bei Klassifikation habe ich typischerweise eben Labels für meine Daten. Label ist hier blau oder rot und ich will die Trennfläche finden zwischen den zwei. Das ist Klassifikation. Bei Regression ist eigentlich die zweite Achse hier oder eine meiner Achsen ist mein Label und die andere Achse ist mein Feature und das Rot und Grün ignoriere ich einfach. Und was ich machen will, ist, ich will ein Modell da durchlegen, was mir quasi vorhersagt, wenn ich den einen Wert weiß, was ist dann der andere? Wie zum Beispiel Quadratmeter eines Hauses zu Preis des Hauses oder Schuhgröße zu Körpergewicht. Das ist Regression. Oder das wäre in dem Fall hier diese Linie durch die Daten, die da gezeigt sind. Das Verfahren bleibt das gleiche. Wir können dafür immer noch Entscheidungsbäume verwenden. Im Kopf können Sie das abstrahieren und sagen, jetzt da rauskommt 0 oder 1 oder ob rauskommt eine kontinuierliche Zahl zwischen 0 und 100. Es geht genau gleich. Also, wir haben unser Setting gewechselt zur Regression. Und um einzusteigen, stellen wir uns mal folgendes Szenario vor. Wir, Sie, haben ein Datenset bekommen. Genau wie wir es letzte Woche kennengelernt haben, die X sind unsere Feature-Vektoren, die Y sind unsere Labels. In dem Fall sind unsere Labels kontinuierliche Zahlen. Keine 0 und 1 nur. Und außerdem sollen wir ein Modell bauen, was eben die X auf die Y abbildet. Also was die Y vorhersagt bei gegebenem X. Wir haben letzte Woche von Loss-Funktionen gesprochen. Ich glaube, ich hatte Ihnen ganz kurz von der Zero-One-Loss-Funktion erzählt. Ich zähle quasi einfach nur meine Fehler im Fall von Klassifikation. Wenn ich kontinuierliche Werte vorhersage, brauche ich ein bisschen eine andere Loss-Funktion. Und die man am einfachsten verwendet, ist der Squared Loss. Ich gucke mir die Differenz an zwischen meiner Vorhersage und dem echten Output. Oder? Die Differenz, das ist quasi mein Fehler. Und ich quadriere den. Warum quadriere ich den? Weil ich stärkere Abweichungen überproportional bestrafen will. Das hat sich als sehr, sehr hilfreich herausgestellt, wenn man kontinuierliche Werte vorhersagen will. Das 1,5 davor, das ändert an unserem eigentlichen, an dem, was die Formel aussagt, nichts. Das macht die Mathematik später ein bisschen schöner, wenn wir Gradienten berechnen. Also, das ist unsere Loss-Funktion. Differenz zwischen Vorhersage und der Wahrheit quadriert. Und das ist unser Task. Baue ein Modell für diese Daten, das ist die Loss-Funktion, anhand der wird gemessen, wie gut du bist. Jetzt kommt noch ein netter Tutor dazu und gibt Ihnen ein Modell, was den Task eigentlich schon erledigt. Das Modell nennen wir groß F. Das ist so ein Regression Tree. Der nimmt so einen X entgegen und gibt ein Y aus. Der ist nur noch nicht perfekt. Der ist halt so und so gut, halt so ein bisschen gut. Aber auf den könnten Sie aufbauen. Und wir sind ja in der Vorlesung zu Ensembles. Das heißt, wir könnten überlegen, ein Ensemble zu bauen, in dem das der Startpunkt ist. Oder? Und AdaBoost ist ja gut da drin, einen Weak Learner zu nehmen und den Schritt für Schritt zu verbessern, oder? Das, in die Richtung geht's. Es ist uns verboten, dieses F zu verändern. Also wir können nicht das F nehmen und selber noch ein bisschen besser machen. Wir können nur was hinzufügen. So wie wir das bei den Ensembles typischerweise tun. Das bedeutet, unser eigentlicher Task wird zu unseres H-Dach von X, das, was wir da oben bauen sollen, das ist eigentlich die Klasse, der Wert, den das f von x ausgibt, der Tutor uns gegeben hat, plus irgendein neues h von x, was wir finden müssen. Wie können wir dieses h von x trainieren? Was muss es eigentlich lernen? Also eigentlich wollen wir, dass die Klassifikation von dem Tutor-Modell plus unser neues Modell zusammen y gibt, den echten Wert. Ja, wenn der ein bisschen überschießt, dann muss ich halt was Negatives ausgeben. Wenn der für ein anderes Beispiel ein bisschen drunter liegt, dann muss ich was oben drauf rechnen. Und immer ist die Idee, dass beide zusammen die richtige Zahl ausspucken. Jetzt kann ich dann natürlich einfach Mathematik betreiben und kann das andersrum hinstellen. Was muss ich jetzt lernen? H, mein H, das, was ich trainieren will, muss nicht mehr einfach gleich dem Label sein, sondern ich muss nur noch die Differenz lernen. Label minus dem Originalmodell. Ich muss nur noch den Fehler lernen, den der davor gemacht hat. Das nennt sich Residual, der Rest, und den müssen wir eigentlich lernen. Und da ist dem Breimann die Idee gekommen, dass diese Residual, dass man das hier auch als was ganz anderes sehen kann, als den Rest, die Differenz zwischen einem neuen Modell und einem anderen, sondern als was wir uns nach der Pause angucken. Hier wieder in 5 Minuten.